Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Und ja, ich war wieder auf dem Flohmarkt. Und zwar war ich, wie auch letzte Woche schon, auf einem eher kleineren Flohmarkt. Und es war so, normalerweise gehe ich auf diesen Flohmarkt nicht, weil sonst immer ein anderer ist an dem Tag. Und ich war aber diesmal schon auf dem Flohmarkt. Ich war auf dem Flohmarkt, auf dem ich letzte Woche war. Was ihr letzte Woche gesehen habt, das Video, war ich. Und am gleichen Tag war ich auch noch auf diesem, von dem, was ich euch heute zeige. Das sind schon zwei verschiedene Flohmärkte, aber ich war auf beiden am gleichen Tag. So. Und weil der eigentlich auch da in der Nähe ist und ich habe mir gedacht, ach komm, jetzt hast du heute irgendwie Zeit, fahr da auch mal hin, auf gut Glück, vielleicht findest du was. Und ja, ich habe da auch einiges gefunden. Also, das war nicht schlecht, ich habe ein paar coole Sachen gefunden, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, normalerweise fahre ich da nicht hin. Vielleicht werde ich jetzt öfter mal hinfahren, weil die Ausbeute war besser als erwartet. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an. Los geht's. Wie viel willst du haben für ein Spiel? Ja, nicht für mehr, nur ein oder was? PlayStation 2 sammle ich, nicht nur Wii. Ja, gibt's viele Wii. Ja. Was willst du denn für eins haben? Nur für eins? Ja. Welche Beispiel? Das hier. Komm voll. Ja. Wenn ich mehrere nehme, machst du mir einen. Ja, aber deswegen, du sagst nur eins. Du musst mehr nehmen. Wie du willst, diese Spielekonsole. Das Problem ist, ich habe viermal eine Wii gekauft. Einmal hat sie funktioniert. Deswegen. Das ist für meine Kinder. Ich nehme keine Konsole mehr mit. Also, das ist das Problem. Ich gebe dir eine Nummer alles. Das ist alles funktioniert. Ja, was machst du mir denn für die drei hier? Oder hast du noch mehr? Ja, alles PlayStation, ne? 20 Euro hast du 6 Stück. Guck mal, diese allein ist 20 Euro. Nein, auf keinen Fall. Guck mal hier. Guck mal hier, ist keine Anleitung drin. Ja, hat keine. Kein Buch. Aber gut. Ja, da ist schon wieder. Bitte? Ja, das kostet aber auch nochmal 5 Euro. Und das ist maximal 15 mit Anleitung. Ich gebe dir 15. Dann ist aber. Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. 15? Okay. Ja, bei einem Haushaltsentrümpler, also der hatte viel Kram, viel Elektrokram lag da und aber auch Games. Wii-Spiele, aber auch viel PlayStation und so, habe ich mir ein paar Spiele rausgesucht. Und zwar Wii-Spiele, 3 Stück. Und ich meine 15 Euro bezahlt zu haben. Und ja, war auch nicht mehr bereit zu zahlen. Einmal, ohne Anleitung auch noch, Donkey Kong Boxing. Ein Boxspiel, Donkey Kong. War dieser Promoter von damals aus den 90ern, der mit, vielleicht auch 80ern auch noch, vorher schon, vielleicht auch noch 2000, ich weiß nicht, auf jeden Fall dieser Promoter, der diese weißen, also der dunkelhäutige Promoter mit diesen weißen Haaren, die so hochgingen. Eine Brille hat er auch oft aufgehabt. Der ist schon sehr bekannt. Auf jeden Fall, das ist Don King gewesen. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Und ja, das war so ein Box-Promoter. Und davon ist dieses Boxspiel. Ja, Boxen, ne? Ich hoffe, es ist cool. Ist auch Balanceboard kompatibel. Ja, das einmal habe ich mir rausgesucht. Fehlt mir noch.
Dann, da bin ich gar nicht sicher, aber ich glaube, das nicht zu haben. Und zwar die Legende von Aang. Die Legende von Aang habe ich, soweit ich weiß, für den DS. Ich gucke mal eben nach. Oh, hoffentlich finde ich das jetzt auf die Schnelle in meinem... Da unten ist es. Jo, tatsächlich. Und von THQ habe ich jetzt auch dieses Spiel auch für die Wii gefunden. Das ist nichts Besonderes, ne? Was ich, irgendwas mit Zauberei und so ein Kram wieder, ne? Ja, welchen Kräften und auf jeden Fall die Legende von Aang hat hat das was mit Avatar zu tun? Ich meine ja, ne? Ist das nicht sogar irgendwas mit Avatar? Ich meine, das hat was mit Avatar auch zu tun. Ach komm, ich will jetzt hier nicht ausschweifen. Auf jeden Fall, dieses Spiel habe ich bekommen. Das war dabei. Und das war, glaube ich, sogar mit Anleitung, oder? Jo, das ist tatsächlich mit Anleitung. Ja, das ist mit Anleitung. Und hier steht es auch, Avatar. Ja. Ja. Auf jeden Fall, dann noch The Legend of Zelda Twilight Princess. Leider. Auch ohne Anleitung. Das habe ich aber schon. Das habe ich schon mal irgendwo woanders auf dem Trödelmarkt gefunden. Und das müsste ich normalerweise in meiner Sammlung haben. Tatsächlich. Ja, aber warum nicht, ne? Habe ich mitgenommen, ne? Fünfer, ne? Aber die wollte mehr haben. Und der hat gesagt, das wäre dann schon 20 Euro wert. Und ich meine, ich hätte 5 Euro pro Spiel bezahlt. Und, die 3 Games. Das geht in meine Tauschkiste. Kann ich vielleicht irgendwie mal vertauschen. Zelda ist ja sehr beliebt. Ja, ich würde sagen, weiter geht's. Was soll so ein Spiel hier kosten? Pro Spiel 5 Euro. Okay. Ist jetzt gar nicht so ganz schlecht. Das Problem ist halt, hier fehlt Anleitung teilweise. Ne? Hier ist, ich will jetzt auch nicht rummeckern, ne? Aber hier fehlt zum Beispiel das Buch, was dazu gehört. Hier ist es dabei. Wir haben selber alle so gekriegt. Und hier fehlt auch wieder. Was haben wir hier? Wir haben hier auch so bekommen. Ja. Also. Was soll so eins hier kosten? Drei. Also 15, wenn wir bei 18. Ja. Machen wir 15. Das ist von meinem Sohn, das kann ich nicht machen. Ja komm, sagen wir 17. 1 Euro geht ja, immer. Ja gut. Okay. Ja, dann machen wir das, super. Ja gut. Ja, dann kam ich an einem Stand, der war auch viel PlayStation und Xbox, aber auch ein bisschen was an DS. Und da habe ich mir was mitgenommen und für 17 Euro insgesamt, also die DS-Spiele mit Hüllen, die waren aber auch nicht mit Anleitung wieder, die sollten 5er kosten pro Spiel. Ja, einmal Indiana Jones. Warum nicht, ne? Fehlte mir noch. Nice auf jeden Fall. Die Filme früher fand ich auch ganz cool. Und dann noch zweimal Star Wars The Clone Wars. Einmal Republic Heroes und die Jedi Allianz. Ja, die beiden gab's. Das ist sogar mit Anleitung, meine ich. Ja, genau. Eins davon ist auf jeden Fall mit Anleitung. Die 3 5er pro Spiel. Ne? Ja, jetzt auch nicht der oberkrasse, also jetzt auch nicht so ein Schnapper, weil ihr, naja, ne? Aber dann noch... hatten die noch lose DS-Spiele? Normalerweise gucke ich nicht nach losen DS-Spielen und sammle auch keine losen DS-Spiele.
Aber hab mal einmal reingeguckt, die wollten 3 Euro pro DS-Spiel haben, was ich dann ja auch später noch runtergehandelt habe. Und ja, Mario Kart, ne? Mario Kart gab's für gab's noch dazu. Also insgesamt für 17 Euro gab's das hier, ne? Mario Kart habe ich auch schon auf dem Nintendo DS, aber kann ich bestimmt noch mal irgendwie vertauschen oder vielleicht komme ich ja zufällig irgendwann noch mal in die Hülle oder so und kann es da sogar noch besser vertauschen. Ja, Mario Kart DS gab's auf jeden Fall auch noch. Ja, das war das. Ich würde sagen, weiter geht's. Ist das Ihr Stand hier? Ja. Was wollen Sie denn haben für so ein Spiel hier? Für den hier 8 Euro. Okay. Die anderen beiden hier? 10. Okay. Auch 10. Das ist noch neu, ne? Ja. Ja. 10, 20, 25, alle drei. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. Warte mal, hier wolltest du 8, 10, 10. Okay. Ich guck mal, ob du noch was hast. Irgendwie. Hast du noch mehr Nintendo? Ich sammle nur Nintendo. Nintendo. Nee. Ja, nur was hier drin ist, ne? Ja. Also Ponyhof und so ist nicht meins, so weißt du. Ich verstehe schon. Du suchst so mehr so Sammlerstücke, so Dinger. So, ja, ne? Sammlerstücke will ich nicht sagen, aber ja, hier sind noch ein paar. Ich guck mal, was hier noch ist. Wie viel ist das? 10 Euro. Das habe ich schon. Okay. Spieler, ich mach mehr so Filme. Okay. Ein paar PlayStation 3 Spieler habe ich noch da. So. Ja, PlayStation sammle ich nicht leider. Nee, Nintendo. Ja. Und Sega, aber Sega hast du bestimmt auch nie, ne? Ja, aber ich habe heute was Schönes. Das sammle ich in meine Zeit, Amiga. Oh ja, okay. Von der Action Replay. Aber das findest du ganz selten, oder? Auf dem Trödelmarkt schwierig, ja, oder? Ja, sehr schwierig. Das war so ein bisschen Kram da eben. Okay. Ja, und ich sag dir, da gehen ganz viele Leute dran vorbei, die wissen eigentlich, was das ist. Eben, das eben. Ist, da musst du dich auskennen, ne? Der Verkäufer wusste selber auch nicht. Aber egal, für den Sammler ist gut. Ich bin eher so Commodore, Amiga in ja. Diese Richtung. Nur Nintendo, ja. Und Sega. Und Sega, ja. Ja. Sega Alex the Kid hieß das, glaube ich. Ja. Sega beschrieb die Spiele und erste Teil von Sonic. Ja, klar. Das sind auch super Spiele, ne? Ja. Aber Alex the Kid, der, das hat mich fertig gemacht. Also der eine Teil habe ich nie gefunden. Ja. All die Jahre später bei YouTube habe ich das. Ja, danke. Gesehen. Heutzutage kannst du das nachgucken. Aber eigentlich war es was spannender, wo man noch nicht alles wusste, wo man noch nicht immer nachgucken konnte. Ja, eigentlich, ne? Ich habe auch Probleme gesehen, weil ich habe das durchgespielt, aber am Schluss fiel nur ein, ich weiß nicht, ob das ein Tor war, Diamant oder eine Schlüssel. Nur das hat gefehlt und ich konnte den Endgegner nicht. Ich habe das zigmal, zehnmal, fünfmal alle Ecken durchsucht und so weiter. Nein. Aber das ist ja der Interessante daran eigentlich. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Was willst du für das hier haben? 5 Euro eigentlich so, aber. Hast du schon durchgeguckt, so, das wäre interessant? Die sind so interessant, ja, die sind nix. Ja, die brauche ich auch nicht unbedingt. Die hier sowas sowieso nicht. Anna Montana.
herrlich. Mal gucken, ja, nur die beiden hätte ich eigentlich. Ja, ja doch, nur die. Xbox, ja. Nur die. Ja. Immer 20 gibt dir den dabei. Komm, ist in Ordnung, das machen wir. Ja, dann kam ich an den Stand, da war einiges an Wii-Spielen und auch ein paar Wii U-Spiele. Und ne, Wii U-Spiele läuft nur das eine, aber einiges an Wii-Spielen, aber auch PlayStation, Xbox und so weiter. Und habe mir 4 Spiele für 25 Euro geholt, was jetzt erstmal viel sich anhört. Aber ich zeig's euch mal. Einmal war dabei Ralf Reichts für die Nintendo Wii. Und kein günstiger Titel. Also das geht schon echt für ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, das gefunden zu haben. So auch noch nie in freier Wildbahn gesehen. Komplett mit Anleitung. Ja, Ralf Reichts gab's. Dann war dabei einmal Mass Effect 3 Special Edition noch sealed. Ne? Warum nicht, ne? Ist noch sealed für die Nintendo Wii U. Auch nice. Und Kawasaki Snow Mobiles. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich das unspektakulärste Spiel aus dem Lot. Ja, Jetski fahren, also nicht Jetski fahren, so im Schnee fahren. Ne? Mit so motorisierten Fahrzeugen. Destroy All Humans. Da muss man so Menschen zerstören. Da gibt es auch ein Remix von der. Ein Remake von der. Auf der Switch inzwischen. Ja. Warum nicht, ne? Auch mitgenommen. Soll ein ganz cooles Spiel eigentlich sein. Ja. Den Stack gab es für 25 Euro. Unter der Berücksichtigung, dass das hier noch sealed ist. Und dass das wirklich nicht das günstigste Spiel ist, war das okay. War es okay. Also da konnte ich jetzt. Will ich auch nicht unbedingt so großartig rummeckern. Das war okay. Ja, die Games gab's. Ja, das war nicht schlecht. Ich würde sagen, weiter geht's. Was denn hier für haben? Euro. Das machen wir. Ja. Ja, dann Stand des Fund des Tages an einem Stand. Ich komme an den Stand und sehe, war mal dieses schöne Ding da liegen. Ein Multitape für einen Mega Drive. Ich musste auch erst zweimal hingucken, weil ich auch noch nie ein Multitape für einen Mega Drive in der Hand gehabt habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und das geht schon für einiges. Also das ist kein günstiges Teil. Ne? Und kann man halt, die kommen in den Mega Drive, diese Stöpsel. Und dann kann man hier Controller reinpacken und gewisse Spiele halt zu viert spielen. Ja, warum nicht? Ne? Also ist wirklich, wie gesagt, ist nicht günstig. Und ich habe es für 3 Euro bekommen, weil die Frau auch keine Ahnung hatte, was sie da überhaupt liegen hat. Ich glaube, die wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste es auf den zweiten Blick erst, was ist, weil ich gesehen habe, Dick Sega. Ne, da habe ich halt geguckt, was das ist und habe ich gesehen, oh ja, Multitape. Und für 3 Euro richtig, richtig guter Fund. Muss man echt sagen. Also sehr, sehr cool. So ein Multitape habe ich natürlich noch nicht. Geht in meine Sammlung, freue ich mich sehr drüber, ein Multitape zu haben. Ja, ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Spiele habe bei meinen, aber ich glaube schon. Ich spiele unter meinen Mega Drive Spielen, die man zu viert spielen kann. Aber ich glaube schon, habe ich bestimmt was. Da ich auch einige Sportspiele habe, einige Fifis. Ja, wollen wir mal gucken, ja, was man so zu viert spielen kann damit. Auf jeden Fall gab es ein Multitape für den Sega Mega Drive für 3 Euro. Richtig nice. Ja. Ja, dann hatten wir noch einen Abschlussdeal, was nicht so game-relevant ist. Gucken wir uns auch noch an. Ich würde sagen, weiter geht's. Das ist von der Weltmeisterschaft, ne? Oder als sie gewonnen haben. Okay. Versuchen Sie einen bestimmten Spieler. Nein. Den Namen.
Ich suche keine bestimmten Spieler. Die stehen hier aber sogar alle drauf, die Namen. Was wollen Sie denn für einen Spieler haben? Für einen Spieler? Also ich möchte, wenn dann bitte, wäre schön, wenn alle. Ja. Mit dem Ausspiel da. Das heißt, die das Problem ganze ist, ja, die ganze Kerl. Das Problem ist, ja. Schweinsteiger ist schon mal doppelt. Schweinsteiger ist doppelt? Jo. Oh. Der ist auch doppelt so gut wie der andere. Ah. Nein, den kann ich dann. Götze ist auch doppelt. Götze, ja, den haben ja alle geliebt. Ne? Der hat ja das Tor geschossen. Das weiß ja, ich das noch. Stimmt wohl. Ne? Ja, weißt du, was sich alle. Ja, ne? Ja! Und jetzt ist er in Leverkusen, ne? Oder wo ist er jetzt? Der spielt Frankfurt. Jetzt in, Frankfurt. Ja. Entschuldigung. Ja. Wie gesagt, ich kenne mich nicht aus. Suchen sie alle raus, aber was sie da haben wollen. Gut. Ja, aber der ist dann so. Ne? Ja, danach ging es bergab, ne? Ja. So ein guter Techniker, habe ich gehört. Ja, das war er wohl. Ja, aber das ist einfach so gut, dieser Einsatz, ne? Für die Gläser. Ich habe schon gesagt, wir sind Ferien, dann gehen wir mal nach Hause. Aber dann machen langsam. Ja. Ist noch früher. Ja, aber sonst laufen wir dann mehr. Also ich habe hier 8 Spieler, fast eine Mannschaft. 8 Spieler. Jo. Wenn Sie mir 8 Spieler, 8 Euro geben, dann nehmen Sie bitte die anderen auch mit. Was soll ich mit den? Ja. Na, ja, die brauche ich nicht. Ja, aber vielleicht können Sie verschenken, irgendwie einen Kollegen oder so. Na, wie wäre das denn? Das können Sie doch verschenken. Ne? Ja? Ja, dann machen wir aber 7. 1 Euro geht immer. 7,50 Euro bitte. Ja, okay. Machen wir. Ja, dann gab es ein paar Fußballspieler. Und zwar kleine Fußballspieler. 10 an der Zahl. Ich weiß auch gar nicht, wovon die sind. Zockerstars. Keine Ahnung, was das genau ist. Aber oh ja, auf jeden Fall. Einmal einen kleinen Marco Reus im Dortmund-Trikot. Einmal einen Thomas Müller. Die gehen so in die Vitrine. Einen Sami Khedira im Real Madrid Trikot. Thomas Müller natürlich im Bayern Trikot. Einen Sven Bender, dem leider ein Arm fehlt. Der Arme. Ja, im Borussia Dortmund Trikot. Einen Mario Götze im Bayern Trikot. Ja, die gehen in meine Vitrine, ne? Und ein Philipp Lahm im Bayern-Trikot. Noch ein Mario Götze im Bayern-Trikot. Der Mario Götze war doppelt und Schweinsteiger war doppelt. Hier haben wir Schweinsteiger. Und hier haben wir nochmal Schweinsteiger. Ein Schweinsteiger fehlt der Arm, der andere nicht, dem anderen nicht. Ja, zweimal Schweinsteiger. Und zu guter Letzt gab es noch Mats Hummels. Ja, im Dortmund-Trikot. Ja, paar schöne kleine neue Fußballspieler. Die werde ich mir in die Vitrine stellen. Ich sammle ja auch so ein bisschen Fußballfiguren. Finde ich ganz nice, ne? Habe ich gerne mitgenommen. Bezahlt habe ich 7,50 Euro für die 10. Ja, vielleicht ein bisschen hoch. Ich habe erst gedacht, die will nur 50 Cent pro Spieler. Dann wollte sie 1 Euro pro Spieler. Und habe ich die Doppelten oben drauf gekriegt, aber konnte dann nur noch 50 Cent runterhandeln. Ja, aber habe sie gerne mitgenommen, ne? Gehen in meine Vitrine. Paar neue Fußballspieler. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder für heute. Ja, ansonsten, ich hoffe, euch hat die Ausgabe gefallen. War ein ganz netter Trödelmarkt. Also mein Highlight, das Sega Multitape auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's, euer Patrick.